Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zilong Dark. Ich habe zu Weihnachten so einen Mikrofonarm hier bekommen. Das ist ziemlich cool, weil ich das Mikrofon jetzt halt direkt in die Position bringen kann, in die ich es haben möchte. Vorher hatte ich ja so, ja, wie die Sänger halt haben, so ein großes Mikrofonstativ. Und das war einfach viel, viel, viel zu groß. Da bin ich immer gegengelaufen und es war total sperrig und schlecht einzustellen. Und jetzt mit dem Arm ist das Ganze deutlich leichter. So, ich mache mir hier mal eben ein paar Fische, damit ich ein bisschen was zu essen habe. Koche mir noch mal ein bisschen Wasser ab. Und dann muss ich Rehfleisch holen für den Pelzjäger, damit der hier endlich auch mal satt wird. Der lässt uns nur noch arbeiten, ne? Der tut selber gar nichts. Also der soll mal mit raus und mal mitjagen. Oder der soll mir ein bisschen mehr Gewehrpatronen geben. Aber selbst das macht er nicht. Dann soll er hinten zu der Schmiede. Der hat doch gesagt, da ist er mal hingegangen hier und hat da Sachen hergestellt. Dann soll er ein paar Patronen herstellen. Das wäre auch geil, wenn man Patronen herstellen könnte. Wenn man irgendwie so aus Kohle Schwarzpulver machen könnte und sich dann aus Metallschrott selber Gewehrkugeln machen könnte. Das wäre mega geil. So, jetzt erstmal ein bisschen was trinken. So. Und direkt mal etwas essen. Boah, der Fisch bringt ja gar nichts. 440 Kalorien, naja, immerhin etwas, ne? So. Und jetzt geht's erstmal hier für den netten Burschen ab auf Rehjagd. Liegt da hinten schon ein Reh? Nee, es ist ein Wolf. Dem Typen ist schon wieder total müde. Ich glaube, gegen den haben wir in der letzten Folge gekämpft. Und dabei ist er ein Down gegangen. Nice. Da es jetzt eh Nacht wird, nehme ich mir das Fleisch hier mal mit. So, und zwei, oder ich lasse ein bisschen Fleisch hier. Ich nehme nur 2 Kilo mit und die 2 Därme nehme ich mir mit. So. Aber aus den Därmen kann ich mir eine Schnur machen und daraus dann Angelzeug. Da kommen die Krähen auch schon angeflogen. Das heißt, das Fleisch da hinten vom Wolf kann ich mir später auch nochmal mitnehmen. Das war jetzt eh schon fast komplett gefroren. Also das sollte kein Problem sein. So. So, dann kann ich mir hier mal eben... Und das ist ganz gut, dass man von den Fischen das Lampenöl bekommt. Mach ich mir hier eben ein Feuer. Ess was. Und dann werde ich mal gucken, dass ich die Rehe gejagt bekomme. So, es ist noch relativ früh am Morgen. Da hinten sind die Rehe. Das sind 1, 2, 3. Eins steht direkt hier vorne. Nice. Jetzt werde ich mir aber direkt mal versuchen zu schießen. Also 3 Stück sind am Start. Das heißt, es sollte kein Problem sein. Aber wenn ich natürlich geschossen habe, laufen die anderen weg. Okay, ich muss in die Hocke gehen. Oh, ich hoffe, dass der Schuss echt sitzt. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Ich muss nochmal anlegen. Mist! Genau knapp dran vorbei. Okay, die rennen jetzt alle weg. Das ist nicht ganz so gut. Das erste habe ich. Da hinten laufen auch schon Wölfe rum. Das ist nicht gut, weil ich dann, ja, ich nämlich eine Fährte jetzt habe, wenn ich das Fleisch mitnehme. So, mal gucken, wie viel hat das? 9,1, 900 Gramm noch. Aber das Fleisch nehme ich mir jetzt noch nicht mit, auch wenn es später ein bisschen angefroren ist. Das liegt beim Pelzjäger ja eh draußen, aber jetzt kann ich noch rennen, da kann ich die Rehe ein bisschen besser verfolgen. So, da oben chillen die beiden. Geh wieder in die Hocke. Das kommt. Ich hab's angeschossen. Ich verfolge es mal. Es müsste laut dem Pelzjäger jetzt eigentlich bald umkippen.
Und ich soll dann der Blutspur folgen. Ich meine, das ist jetzt eh viel zu aktiv. Das kriege ich jetzt auf gar keinen Fall geschossen. Auch wenn das jetzt hier so direkt hinter mir her rennt, das geht gar nicht. Das kriege ich nicht geschossen. Ich möchte mir auch ein bisschen die Kugeln aufsparen. Es rennt mich um. Es ist genau durch mich durchgerannt. Da hätte ich jetzt eigentlich schießen können. Aber es müsste laut dem Pelzjäger auch jetzt bald down gehen. Ich bin mal gespannt. Nee, das kriege ich so nicht. Nice. Es ist mir genau in die Flinte gelaufen. 8,4. Nehme ich manchmal alles mit. So, zerlegen. Ah, jetzt habe ich den Darm vergessen. Nein, kann ich mir immer noch holen. Oh, Unterkühlungsrisiko. Sehr schön. So, den getrockneten Darm nehme ich auch direkt mal mit. Und das Rehfleisch da unten nehme ich mir auch mit. Und dann geht es direkt ab zum Pelzjäger. Jetzt direkt wieder zurück. Die Haut, weiß ich nicht, ob ich die wirklich brauche. Das Problem ist nur, erstmal, dass ich jetzt vollkommen, so stark überladen bin ich gar nicht. Ey, Moment mal, das Reh da hinten, das steht. Habe ich das nicht geschossen? Ach nee, da hinten. Hier vorne. Nice. Ich dachte gerade schon. So, dann nehme ich mir nämlich das Fleisch hier auch noch mit. Komplett. Dann habe ich für mich auch noch ein bisschen was. Und dann geht's direkt schnell ab zum Pelzjäger. Ja, ja, ich weiß, dass das jetzt viel zu tragen ist, aber da musst du jetzt durch. So, alles mitnehmen. Nice. Das Gute ist, dass der Tag auch jetzt gerade, also es ist jetzt gerade Mittag, da haben wir noch genügend Zeit, um zum Pelzjäger zu gehen. Oh, Gott sei Dank. Wir sind wieder beim Pelzjäger. Ich habe zwischendurch geschlafen. 96% haben wir noch. Das ist ganz in Ordnung. Aber die Temperatur geht drastisch nach unten. Wie geht es uns sonst? Ah, Temperatur und ausgehungert. Das sind so unsere beiden Probleme. Und mir fällt gerade auf, dass ich das Wolfsfleisch gar nicht mehr mitgenommen habe. Aber egal, das liegt ja da. Das ist ja kein Problem. Den Wolf, den können wir uns immer noch mal dann auseinandernehmen. Und ich hatte, als ich die Rehe gejagt habe, habe ich ein Seil gesehen. Also da können wir weiter hochklettern und dann könnten wir vielleicht sogar hier weg. Ich weiß nicht, ob der dann wieder sagt, ja, du kannst hier noch nicht hin, aber vielleicht muss ich dem Pelzjäger hier gar keinen Gefallen mehr machen, gar keinen Gefallen mehr tun. Ich weiß nicht, ob ich wirklich den Bären töten muss. Ich hoffe nicht, da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich habe auch, glaube ich, nur noch einen Schuss im Gewehr. Ja, zwei Schuss, das reicht niemals für den Bären. Ja, ja, du bist ja jetzt gleich drin. Aber wenn ich da dann weiterkommen würde, das wäre mega nice. Ich meine, ich habe die Schneehütte jetzt, das war alles, was ich wollte. Wofür brauche ich den Pelzjäger jetzt noch, ne? Soll er alleine klarkommen? Der hat jetzt Essen, der hat Holz. Ist doch alles kein Problem. So, nice. Er hat ja sogar die Fische auch noch von uns gekriegt, also... Das sollte kein Problem sein. Ah ne, ich muss erst das Fleisch in die Truhe packen. So. Behälter öffnen. So, hier habe ich noch meinen Kram drin. Hier sind noch die Fische von ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die auch nehmen kann. Aber egal, der kriegt jetzt hier erstmal sein Fleisch. So, Mission erfüllt. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt kann ich mich erstmal aufwärmen. Ansonsten noch ein bisschen was zu essen, aber jetzt sage ich dir mir erstmal Bescheid. Zoe Survival Aktion, Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Bleibt nichts anderes übrig. Das haben wir ja alles schon. Das haben wir ja alles schon erfahren. Das heißt, ich muss hier. So. Genau, Überlebensfähigkeiten. Mehr. Waldflüsterer. Ich wollte dem hier eigentlich jetzt sagen, dass ich die
Ich bringe dir bei, was du wissen musst, und dann wirst du etwas für mich tun. Den Bär töten, das steht ja wohl außer Frage. Das haben wir alles schon gelesen. Wenn du den Bär nicht tötest, kommt keiner von uns hier lebend raus. So, okay, das ist Überlebenstraining. Survival-Lektion. Lass uns ein wenig über Überlebensfähigkeiten sprechen. Das Überleben geht fort. Wir machen weiter, sobald deine aktuelle Lektion abgeschlossen hast. Hab ich doch. Oder muss ich dem noch irgendwas bringen? Hier. Die Fische habe ich. Fülle, lege, das habe ich gemacht. Suche die Jagdgründe, die Jeremy erwähnt hat. Was für Jagdgründe denn? Habe ich irgendwas im Tagebuch? Waldflüsterer? Was für Jagdgründe denn? Orte? Nee. Oh, muss ich da jetzt nochmal hin? Lernen, wie man Rehe findet, aufspürt, erschießt und ausnimmt. Haben wir gemacht. Suche die Jagdgründe, die Jeremy erwähnt. Story. Okay, ich guck nochmal eben. Das Überleben geht fort. Wir machen weiter, sobald du deine Lektion... Okay. Habe ich denn irgendwas in der Karte markiert? Also hier sind die Eisfischerhütten. Aber ansonsten... Überlebenstraining. Okay, dann muss ich dahin. Oh, das ist ja mega weit weg. Alles klar, hat er gar nicht den See gemeint. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Dann müssen wir halt nochmal da hinten hin. Dann gucke ich mich da um. Und dann habe ich die Lektion auch abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Dann hoffe ich, dass ich endlich hier rauskomme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne eine Bewertung dalassen und den Kanal abonnieren. Bis später. Ciao.